Komm rein, Chucha! Hab ihn! Krieg ist nicht immer nur Kolonne gegen Kolonne. Krieg ist auch Taktik. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher. Si, adios. Du weißt ja, wo die Tür ist. Wir fahren gleich raus. Wann? 10, 15 Minuten. Gut. Wir müssen uns mental vorbereiten. Okay, wir sind tot. Ja, Kanon schießt. Fahrt nach unten. Fick dir mal. Hab auch einen. Schön, über uns. Egal, scheiß drauf, ich hab 3 geholt. Ey, Opa, stimmt das? Was denn? Hast du wirklich den Pakt gebrochen? Welchen Pakt? Ja, das ist gut, danke. Unseren Pakt. Das heißt mit, mit Robinski das heißt wurde mir von Azrael erlaubt. Was meint ihr? Und was ist mit noch Jerry und was ist mit eurem wieder Rodrigo? Jerry ist hier in meinem Raum. Jerry? Jerry war gestern bei euch. Weißt du noch, als wir gestern bei euch am Anwesen waren? Da haben wir Jerry gesehen, haben ein bisschen mit ihm gesprochen und er meinte, er wird noch Jerry heißen, aber wird bald anders heißen. Jerry ist auf jeden Fall kein Kali. Ja, der heißt ja wahrscheinlich jetzt anders, ne? Wie ihr schon selbst gesagt habt. Wir haben keinen Jerry bei uns. Und was, warum, was ist dann mit, wie hieß der Dings? Was hat der Dings dir heute gesagt, Herr Robinson? Ja, Robins meint Rodrigo. Ja, Rodrigo aber das, ist jetzt anscheinend. Aber das mit Jerry, ihr habt einen Jerry drin in Bitcoin. Jetzt hast du einen Jerry? Ich hab dran. Aber, nein, ihr habt ihn 100% nicht drin, ne? Aber warum ist der mit Kali-Kleidung mit uns rumgefahren? Also gestern Abend. In eurem Importler, du, Litecoin und Jerry, wo ihr ihn umgezogen habt, die waren auch da. Ja. War ich dabei? An Cousins Anwesen, ja, du bist dann vorbeigefahren, an Cousins Anwesen. Ja, da waren wir im Partybus. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Litecoin war da, genau Cousins Anwesen, seid ihr an uns vorbeigefahren, Litecoin hat Jerry getragen in Kali-Kleidung. Wir waren im Partybus, mit dem wir auch bei euch am Anwesen waren, Namendrücken gemacht haben, mit euch. Strafko, dankeschön. Du hast sie vor uns mitgenommen, Wir haben mit ihm geredet, 2 Minuten vorher, dann hast du ihn mitgenommen, mit Litecoin. Jerry hatte keine Kali-Kleidung an. Er war mit uns, ja, aber hatte keine Kali-Kleidung. Ihr habt den da runtergefahren, wir sind doch mitgefahren, wir waren bloß hinter euch. Ihr seid doch danach, als ihr da reingefahren seid, seid ihr Kleidungsladen, lass mich nicht lügen, da bei Wein, wo seid ihr hingefahren? Mhm. Und danach sind wir rechts in Cousins Anwesen und ihr seid dann direkt an uns vorbei mit Kali-Kleidung von Jerry gefahren. Keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern. Wir haben ihn sogar angerufen, ne? Wir haben sogar Jerry angerufen. Aber er ist ja nicht mehr Jerry. Alles gut, ist nicht mehr Jerry. Alles gut, scheiß auf das Thema. Bitcoin, ich frag dich jetzt von Führungsposition zu Führungsposition. Habt ihr Jerry bei euch aufgenommen, ja oder nein? Ich habe eine andere Frage an dich. Wenn du erst mir eine Antwort gibst, kannst du mir eine stellen. Mal angenommen, ich hätte den Pakt gebrochen, ja? Ja. Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, mir zu sagen, gut, der Pakt ist jetzt durch, das war's? Nein, weil wir eigentlich ausgemacht haben, dass wenn einer von diesen 3 Familien, in Anführungszeichen 4, OG hat sich ja davon abgesprochen, diesen Pakt brechen sollte, dass diese Familie von den anderen 3 eigentlich angegriffen wird. Aber wir haben sogar bevorzugt, euch alleine anzugreifen. Ja. Deswegen und da war auf ja deine noch Antwort, was... auf deine Frage, nein. Und da war ja noch was ganz, ganz, ganz Schönes, eine kleine Schrift, was wir ausgemacht haben. Witzig ist der Hinrichtung. Die Hinrichtung. Welche Hinrichtung? Naja, wir haben gesagt, dass wenn einer diesen Pakt brechen sollte, dass es für die eine Person dann, dass die andere Familie quasi von dem... Oder dass die Familie, wo der Bloodout, sag ich mal, stattgefunden hat, von der Person, die jetzt in der Familie ist, quasi den Pakt gebrochen hat. Oder warte, ich kann kein Deutsch. Wir dürfen die Hinrichtung fordern für die Leute, die du aufgenommen hast von uns. Ich bin ein bisschen krank, Bitcoin, tut mir leid, ich bin nicht so eloquent. Die Leute? Wieder. Nee, für Jerry an der Stelle jetzt. Das waren deine Worte. Natürlich Rodrigo, ne? Wie hieß der vorher? Was hast du gesagt? Wir haben keinen Rodrigo, wir haben nur Baro. Ja, er heißt ja jetzt wieder Rodrigo. Ja, und? Hat einer von deinen Leuten uns Rodrigo gedacht. Baro. Also wie gesagt, Azrael, ne? Ich hab dich also ich sehe hier mehr Dribbler als bei FIFA Street, Alter. Ja, keine Ahnung. Dribbler, was verstehe ich? Ich bin krank, Arschloch. Hör auf damit, Mann. Er weiß nicht mehr weiter, deswegen muss ich jetzt nachmachen. Nein, ich frag dich ehrlich, was meinst du? Was meinst du? Bitcoin, sag mir doch einfach, habt ihr Jerry bei euch, ja oder nein? Nein, Jerry ist gerade nicht da. Ja, Moment, er ist eine Familie oder nicht? Jerry Beißer? Ja, richtig. Jerry Beißer, stimmt. Hey, Bitcoin, das ist auch ein Bastardsohn von Jürgen. Ah, guck mal. Ja, und? Ich wollte es nur gesagt haben. Was ist denn da so schlimm dran? Nein, gar nichts. Wir hatten doch die Diskussion vorher. Den kriegst du auf jeden Fall nicht. Ich weiß, du sammelst Bastardsöhne. Sieh. Also ist er bei euch. Na gut. Bitcoin, zu meiner Frage. Hast du Jerry trotz des Paktes in die Familie aufgenommen? Nein, noch nicht.
Was heißt denn noch nicht? Er ist noch nicht bei mir in Kali. Er hat sein Blood-In also nicht bekommen. Blood-In? Nein. Und er hat auch keinen Job. Nein, was für Job mir da? Was für ein Job? Bin ich Müllabfuhr? Er ist noch kein Kali. Naja, genau also, wie es eine komische Liste gibt, auf die ihr euch stützt, dann gibt es auch genauso diesen Job. Ja, auf die Liste schreiben wir die Leute drauf, die bei uns sind. Genau, und der Job ist quasi der Arbeitsvertrag von der kriminellen Welt. Er ist nicht in meiner Familie, noch nicht. Wie noch? Also zu mir sagen die Jungs, oder zu mir wurde gesagt, er ist bei euch schon. Ist ja toll, was dir gesagt wurde. Wer hat's denn gesagt, Azrael? Also tragen die Leute aus Spaß die Bornhose? Nein. Ich habe mit Jerry eine Abmachung. Und die Abmachung besagt, dass er die Kleidung tragen darf, aber nicht in unseren Kämpfen mitmischen darf. Und erst, wenn ich mit Kanun und Rivera darüber gesprochen habe. Mhm. Immer sprechen. Natürlich, also meine, noch Jerry ist aber warte, noch kein Kali. Natürlich nicht. Aber wir haben doch mal die Fresse da hinten. Wieso soll ich dir was sagen, Mirza? Wieso soll ich mit einem Tiger reden? Wieso nicht? Azrael ist doch der, mit dem ich sprechen muss. Shaban oder Kushtun? Wir waren doch da. Hier, Shaban war auch gestern da, aber dein Mann... Wie ich war aber da war doch die ganze krank. Sache noch gar nicht, Dingfest, Romano. Schau mal, ich habe mit Litecoin geredet. Du hast ja schon mitgenommen und hast ihn umgezogen. Litecoin hat... Ich habe doch gerade gesagt, dass ich mit ihnen eine Abmachung hatte. Ich habe dir sogar gestern eine Nachricht geschrieben, ne? Ja, wegen... Ich weiß schon, wieso. Ja. Ja, was heißt das? Ja, weil Jerry selbst meinte, wo wir am Anwesen waren, er heißt noch Jerry. Ja, richtig. Er wird sich bald umbenennen, weil seine Zeit vorbei sein soll. Ja und? Warum umbenennen? Das habe ich nicht verstanden. Er will einen neuen Namen haben. Er will nicht mehr Beißer heißen, Hermano. Die Leute, die bei mir reinkommen, werden Coin mit Nachnamen heißen. Das ist ja sein Hermanos, heißt ihr nicht alle mit Nachname Coin? Wir? Nein, meine Leute frage ich gerade. Achso. Sie. Sasa Coin. Also alle Leute, die bei mir reinkommen, kriegen den Nachnamen Coin. Mhm. Ja, wieso? Natürlich heißt er dann noch Jerry. Ja, wir haben das, glaube ich, ein bisschen anders auf. Aber dann müsste er doch sagen, noch Beißer, oder nicht? Naja. Eben. Er wollte wahrscheinlich auch seinen Vornamen ändern. Wie? Wollt ihr mich jetzt darauf dingfest machen? Also schaut mal, ihr sagt zu mir, Jerry ist ein Kali. Ich sag nein, Jerry ist noch kein Kali. Was jetzt? Hinrichtung. Welche denn? Also. Er sagt es mir, Manus. Nein, warte mal, Mendes, du merkst selber, dass hier nur gedribbelt wird. Komm mal zu mir mit Einzeln. Das klingt echt etwas komisch. Ja, man kann sich viel zu einfach rausreden bei sowas. Okay, dann. Und darauf beruhst du gerade quasi. Einfach das Rausreden und einfach widersprechen, einfach Nein sagen. Also ich sage, Jerry. Nein. Guck mal, du weißt selber, es gibt keine Möglichkeit, das komplett full zu beweisen. Man kann immer sagen Nein. Ja, da müsst ihr leider ich kann auch sagen, wenn ich zu Rivera gehe, ich heiße nicht mehr Shaban, sondern Saban. Naja, und. Sergio könnte dann auch alles. Nein, darum geht's nicht, Hermano. Es geht darum, dass Jerry noch kein Kali ist. Nächste. Ja, das kannst du nicht beweisen. Ja, ihr auch nicht. Ja, eben, das meine ich doch gerade. Also. Ja, weißt du, ja, aber dann müsst ihr nicht kommen und mit mir irgendeine Erinnerung vor mein Gesicht reden. Ja, was man anhat, das Ding macht keinen Sinn. Was redest du für eine Scheiße? Azrael, können wir das Thema nicht später machen? Warum? Ja, weil wir haben eine Rechnung gerade offen mit denen. Ja, okay, ja. Aber wie sind die gerade mit denen diesbezüglich am Reden, Mendes? Ja, aber weil ihr euch eingebildet habt. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich die an die Wand stelle und du dann dein Meshgeld mit denen machst. Nein, ich will, lass die gehen, ich will danach. Ach so, ich soll die gehen lassen. Ja, aber das ist ja. Es führt doch zu nichts, ihr seht doch, es führt zu nichts. Habt ihr Jerry? Nein, doch. Das meine ich, Bruder. Wie lange wollt ihr das machen? Ja. Ey, wo ist Larry aktuell? Wer? Ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Du hättest gesagt, hol Larry zu uns, dann nenne ich ihn Jerry, dann ist er mein Jerry-Ersatz. Barry, so gut. Egal, der dann soll, macht ihr euer Ding mit Rivera, wir reden dann später, inshallah. Also wie sieht's jetzt aus, Hermanos? Ja, guck mal, ich sag dir eine Sache, bitte mir jetzt Spaß beiseite und alles drumherum. Ich sag dir ehrlich, für mich ist das ein offensichtlicher Fall, von dass du den Pack gebrochen hast. Also erstmal haben wir gerade nicht gespaßt. Und die zweite Sache ist, wie kann es offensichtlich sein, wenn du gerade gesagt hast, dass ihr mir das nicht mehr beweisen könnt? So, sehr offensichtlich. Ich habe gar nicht von Beweisen geredet. Was hat Schaban gesagt? Dass er sagte, er hat dir doch gerade erklärt, wie das gestern abgelaufen ist. Nein, er sagte gerade eben. Siehst du dahin zu schreiben? Er sagte gerade eben, dass er es nicht beweisen kann, Azrael. Er hat das gerade eben gesagt. Du kannst es nicht beweisen. Und du auch nicht. Hast du gerade gesagt? Ja, das macht doch keinen Sinn. Warte mal ganz kurz. Ja, aber dann lass uns doch lieber darüber unterhalten, dass dieser Pakt von Anfang an irgendein Schwachsinn war, dass ihr euch selber dir den Vorschlag gemacht habt, mit diesem Pakt sich nicht daran hält und wir diesen dreckigen Pakt einfach auflösen. Also bis jetzt habe ich mich dran gehalten. Okay, wir lösen den Pakt auf. Wollt ihr das? Halten, aber Kali nicht die ganze Zeit. Was heißt denn? Ja, der hat Name geändert, der hat das gemacht, der hat dies gemacht. Wie meinst du Name geändert? Was meinst du? Warte mal. Bitcoin. Du sagst doch selber, er hat seinen Namen geändert, oder nicht? Warum? Warte, dass Rodrigo jetzt wieder
Rodrigo heißt. Also ja, so, Robinski haben wir euch hier übergegeben. Da ist alles gut. Da haben Kusch und ich gesagt. Robinski, hast du das gesagt? Ja, aber natürlich, wenn du Nein sagst. Nein, hab ich ja gesagt, aber da ist ja. Warte, warum sollen wir den Pack jetzt auflösen? Nein, wir müssen dieser Pack macht keinen Sinn. Dann soll er was auf den Tisch legen. Wieso ich? Ich hab den Pack nicht gebraucht. Das macht Sinn. Jetzt weiß ich, wer Mario gerade gesagt hat. Nein, warte mal. Ihr sagt irgendwas mit Name geändert hin und her, Mira. Varo, hör mir selber zugegeben. Hör doch mal zu. Lass doch gleich Rodrigo. Ich höre dir gerne zu. Varo hat seinen Namen zu Rodrigo Varo geändert. Bueno, ich habe zwei Rodrigos bei mir. Heißt jetzt jeder Rodrigo, ist das dein alter Rodrigo? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Robinzi, sag mal, was du gesagt hast. Und lass den ausreden. Ja, ich glaube, ich war mit Tiger am Reden. Und dann meinte er irgendwie mit Varo, ich meinte Rodrigo. Und dann meinte er halt, okay. Und dann war das Gespräch zu Ende. Tiger, warst du dabei? Wir haben noch gesprochen. Ja, ich habe gesagt, Baro, was macht Baro auf dem Auto? Dann hast du gesagt, das ist Rodrigo. Ich meine, das ist unser. Und du meintest das ja, und dann meintest Baro. Wo ist denn dieser Baro? Er hat auch zwei Namen. Rodrigo, warte mal. Wo muss man seinen Namen ändern beim DOJ, oder? Ja. Steinke hat noch einen Gefallen gut bei mir. Egal, ja, perfekt. Dann ist ja schon mal das erste Sache. Wo ist denn dieser Baro? Ich würde ihn mal gerne hören. Dann kläre ich das einmal mit Steinke. Baro hat schon mit dir geredet, Azrael. Aber Baro hier, wo ist er denn? Ja, hallo. Baro? Guck mal, er muss selber noch. Ja? Komm mal nach vorne. Ich lach doch nicht. Azrael. Ja? Das ist also Baro, ja? Ja, Baro. Hm. Wieso? Du hast eine sehr spezielle Stimmfarbe tatsächlich, die mich auch an einen, an einen alten Bekannten erinnert. Wurde mir auch gesagt tatsächlich. Hey, zeig mal deinen Ausweis. Einen? Ja, natürlich. Ja. Dann machen wir den Fesseln an, dann zeig ich dir den. Ja, komm mit, komm mit hier auf die Seite. Komm mit. Ich guck mir den ja, ganz genau an, ja? Ich muss ja einen Sag das auf Gesundheitskarte zeigen. Jedem Zwelle. Tja. Bitcoin, du kannst auch einfach auszahlen am Sonntag. Dann kannst auszahlen. Du das mit Kanon klären. Was gibt's denn mit Kanon zu klären? Die werfen mir was vor. Adamswelle! Naja, die haben auf euch geschossen. Wollt ihr das auf euch sitzen lassen? Oh, wie meinst du das? Die haben auf euch geschossen, obwohl ihr ja nichts gemacht habt. Ja. Also aber fordert Unfälle ihr nichts passieren. Von denen? Nein, wieso soll ich was fordern? Achso, Unfälle passieren. Na ja, gut, verstehe. Danke, die Chaos, vielen Dank. Ja, ey, keine Ahnung, es macht eh keinen Sinn. Sergio, geh die weiter auseinandernehmen, was soll ich sonst sagen? Oder Azrael, willst du noch was sagen? Azrael, du sagtest, Pakt auflösen. Wieso? Es macht kein Bitcoin, bitte. Ich hab echt sag es mir, willst du ihn auflösen, dann machen wir das. Genau, ich bin dabei, sag es, genau, willst du es auflösen? Seite aus, du weißt doch ganz genau, dass von eurer Seite aus sich nicht an den Pakt gehalten wird. Warte, wir lösen das nicht auf. Lass mich das mit Steinke sprechen. Wieso sagst du das, Azrael? Naja, die Jungs berichten mir doch jeden Tag von Geschehnissen. Welchen Geschehnissen? Aber ich war doch derjenige, der zu dir gekommen ist und gesagt hat, guck mal, trotz Pakt, nimm Robinski zu dir. Hab ich das nicht? Das ist richtig, deswegen habe ich ihn genommen. Richtig, wenn ich mich doch daran klammern würde, dass irgendwie was nicht nach meinem Ermessen passiert, dann würde ich sowas ja nicht machen. So, aber langsam finde ich das einfach lächerlich, wenn ich die Sachen mitbekomme, weil das sind mir zu viele Indizien dafür, dass ihr versucht, irgendwas zu dribbeln. Ich kann dir nicht sagen, 100%, ob es so ist oder nicht, genauso wie du es mir auch nicht sagen kannst. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass ich die Informationen oder sage ich mal diese Geschehnisse aneinanderreihen und die Jungs mir einfach mittlerweile sagen, dass das alles keinen Sinn macht. Ich meine, ich habe doch diesen Baru gehört, ich weiß doch, wie Rodrigo klingt. Was hat das damit zu tun, Mirda? Es gibt 100 Leute, die klingen wie ich. Es gibt 100 Leute, die klingen wie ich. Ja, deswegen sage ich ja, ich kann dir nichts 100% beweisen, wie du es mir nicht 100% beweisen kannst. Genau. Also eigentlich können wir es 100% beweisen. Okay. Azrael, wenn du sagst, ja. Nein, der Pakt hat von Anfang an keinen Sinn. Er soll Geld auf den Tisch legen. Dann sag jetzt, wenn du das als Grund nimmst, dann sage ich, bueno, okay, du hattest recht. Dann war der Pakt keine gute Idee. Lass uns den bannen. Oder ist er doch gut? Der Pakt ist eine gute Idee, aber wir müssen darüber sprechen. Die Idee ist doch gut, aber das bringt doch nichts, wenn sich keiner daran hält. Also keiner oder nur also die auflösen oder Lokali. Nicht auflösen? No, den Pakt auflösen. Ja, ich frage dich, Azrael. Nicht. Der muss auf jeden Fall etwas überarbeitet werden. Mr. Bitcoin zu Azrael alleine. Du hast gerade anders geredet, bevor die anderen geflüstert haben, Azrael. Ich weiß es. Naja, warum geflüstert? Wenn Schaban zu mir sagt, er ist der Meinung, es ist nicht gut, dann hör ich auf Schaban. Bueno. Er ist ja genauso in der Führungsposition. Dann bleibt der Pakt. Ja. Aber der Pakt hat auf jeden Fall seinen Wert verloren. Ja, wir müssen darüber nochmal reden. Und wir reden mit Steinke, genau. Wir finden das heraus. Und vielleicht tut dir ja Kanon Unrecht. Ja. Sieh. Weiter? Ja, wir schauen jetzt erstmal. Ne? Ja, wir schauen jetzt auch erstmal. Gut. Also ich gehe jetzt einen Tee trinken, ich weiß nicht, was ich mache. Tief im Inneren weißt du, dass der Pakt so, wie der jetzt ist, gerade keinen Sinn hat. Dann lass uns ihn schließen. Ja, wir klären noch was vorher, wie gesagt, und dann können wir darüber reden. Wenn Steinke besitzen kann, dass das mit dem Namen passiert ist.
Wie, du kannst doch nicht aber ausreden, dann leg was in den Tisch. Leg was im Pack raus. Wie, leg was auf den Tisch. Warte, freikauf mir, da bin ich eure Hure. Als ihr auch rausgehen wolltet, hab ich... Als du rausgehen wolltest, hab ich gesagt, leg was auf den Tisch. Hat Mendes zu dir gesagt, leg was auf den Tisch? Wen wollt ihr verarschen, Mirta? Wie, wer wollte denn raus? Ihr beide. An dem Tag hat doch Kusch direkt interveniert. Nein, trotzdem Mirta, Intervention hin und her, oder was für eine Scheiße, Mirta, du redest. Du hast gesagt, wir sind raus. Kein Mendes hat gesagt, leg was hin. Erzähl keine Scheiße. Wir sind doch nicht raus, weil Kusch war da und Kusch hat gesagt, no. Ja. Gut. Kusch hat mir klar gemacht, Kusch meinte... Wie viel wollt ihr? 1 Million jeweils und du kannst raus. Azrael, wahrscheinlich ist es schon auch für dich okay? Boah, ich hätte mehr gewollt eigentlich. Sagt ihr auch, ich würde sagen 5 Millionen pro Kopf, also pro Familie. Soll ich euch in die Fresse pissen? Das kannst du nicht in deiner Position gerade. Wie redet er? Wir haben uns ja gut kennengelernt letzten Tage, ne? Nein, auf keinen Fall, hört auf. Ja, oder die Hinrichtungen halt, ne, aber... Also entweder Hinrichtungen von was? Aha, von wem? Von wem? Von wem? Nein, sag es, ich will es hören, aber... Von Jerry und... Du willst jemanden hinrichten, der kein Kali ist? Ja, du kannst... Willst Rodrigo Barro hinrichten, der nicht mein... Ich glaube, was du mir glaubst und was nicht, ist mir scheißegal, mir da. Ja, eben, ist mir dann fordere ich die Hinrichtung von diesen Hasenmasken, weil ich sage, das sind Larry. Das ist Larry. Ich glaube... Ja, wie? Was ist los mit euch? Du hast einfach selbst ins eigene Bein gerade gepisst damit. Nein, wieso? Ich habe das unoffensichtliche bestätigt, dass es nicht offensichtlich ist. Hör mir mal zu, okay, schau mal, ich will kurz, komm, wir machen das so, Bitcoin. Entweder wir kriegen die Hinrichtung von Jerry und von Rodrigo. Ich habe keinen Jerry bei mir. Lass mich doch ausreden. Entweder oder du kaufst dich aus diesem Pakt frei für 2,5 Millionen. Von unserer Seite aus. Ich weiß nicht, was Rivera von dir will, ich will 2,5 Millionen. Mir reicht 1 Million. Mirta, wo nehmt ihr euch das raus? 2,5 Millionen, 1 Million. Nee, wo nehmt ihr euch das raus, Mirta? Wo soll ich das rausnehmen? Du kannst ja auch im Pakt bleiben, verdammt. Es will dich ja niemand raus. Ja gut, dann bleib ich. Überleg's dir, ist doch kein Problem. Wir erwarten ja nicht jetzt sofort eine Antwort. Okay. Okay. Aber ich erinnere euch daran, als du raus wolltest, dass niemand dir das gesagt hat. Bueno, Azrael? Ja, hätte ich das wahrscheinlich mal gemacht. Was? Und ich erinnere dich daran, dass ich dir trotz dem Pakt einen Mann gegeben habe. Und daran kannst du dich auch gerne erinnern. Bueno. Ich überlege es mir. Und das mit euch, Mendes. Gib mir 1 Stunde Zeit, dann sage ich dir, ob wir auszahlen oder weitermachen. 1 Stunde? Ja, auch halbe Stunde. Echt nicht. Halbe Stunde ist gut. Nee, ich nicht mehr. Halt mal deine Fresse von der Seite. Ey, red du nicht mit meinen Leuten, Bendejo. Ach ja, und zu deinem Pakt. Nein, Mirta, mach deine Fresse auf, wenn du redest. Und hey, einfach noch Pakt. Irgendwas im Maul, Mirta. Mach keine Pakte mit El Diablo, amigo. Das war ein Abgang. Okay, bis später. Adios. Dann die Jungs mal hier frei. Und dann immer. Ja, deine Leute mit, ne? Deine Homies. Fang mal los. Ich habe eine Frage an euch. Womit habe ich das verdient, dass ihr mit unseren Feinden so offen kommuniziert? Ja, rede mal, Baro. Mr. Bitcoin, also das, was Tiger da erzählt hat, das ist absoluter Unsinn, ja. Also wir standen da ja an diesem Anwesen, wo wir diesen Rivera da hochgenommen haben. Ich stand da auf dem Auto drauf und Rodrigo stand genau unter dem Auto, ja. Und Robinski stand da auch oben drauf und hat Rodrigo angesprochen, ja. So, und dann, ich habe nicht mal geantwortet da drauf. Und dann hat Tiger gesagt, wusste ich es doch. So, einen auf den, habe ich gesagt, keine Ahnung, wen er meint. Ich heiße auf jeden Fall Baro. Also ich weiß nicht, wie der ist anscheinend so ein Genie, also der kann alles zusammenzählen oder so. Also da gebe ich auf jeden Fall, also Robinski keine Schuld, ja. Also der hat sich da irgendwas zusammengewürfelt und beharrt natürlich auf sein Recht, ne. Habe ich euch nicht gefragt, wieso ihr mit diesen Leuten redet? Das sind diese Leute, die euch an der Wand anspuckt. Die verwenden das gegen euch, wenn ihr mit denen lacht. Er sagt, ich bin an ihn vorbeigefahren mit Jerry in der Hand. Ja, das stimmt, aber er hatte keine Kali-Kleidung an. Das ist Quatsch. Ich habe nämlich die beiden rausgelassen und bin weggefahren. Jerry hatte erst Kali-Kleidung an, als er mit Litecoin alleine war. Schaut mal, ich habe mein Wort riskiert. Ich habe euch über mein Wort gestellt. Ich habe den Ratschlag von Litecoin angenommen. Der wollte, dass ich Jerry reinhole. Damit ein Haufen Scheiße von Jerry zu den anderen sagt, ich heiße noch Jerry, aber bald nicht mehr. Damit das passiert. Ich sage an Diego, was machen die an meinem Anwesen, Mirta? Und Diego sagt, die klären was. Auf meinen Anwesen, wo die alles von uns sehen können? Ja, Diego? Ja? Sie können ruhig den Pass, sage ich mal, rauslassen, aber ich kann von meiner Perspektive erklären, wenn Sie das möchten. Ja, erklär mal. Ich
Das ist nicht, nicht, dass sie denken, dass der hier auf dem Anwesen da war. Haha, hihi, Tiger A, mein bester Freund und dies und das. Das ist völliger Quatsch. Ich habe denen sogar einige Sachen vorgeworfen. Maria war teilweise sogar dabei gewesen. Danke, Dankeschön. Das ging völlig in die andere Richtung. Und er die ganze Zeit quasi ausfragen wollte, ja, wir brauchen so oder so einen Platz bei Kanon und bla 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 und dies und das, hat irgendwelche Sachen da spekuliert. Und ich habe einfach dagegen gestichelt. Und da, wo wir losgegangen sind, sind wir losgegangen. Und gestern mit der Aktion, wo die auch, wo wir uns aufgestellt haben und oben sich hingestellt haben, es hat ihnen niemand gerufen, sondern wir haben unter uns gesagt, dass das eine riesen Respektlosigkeit von deren Seite ist, aber wir haben ihnen das nicht gesagt. Auch hier am Pool mit Larry waren die ja in ihrem Schlafzimmer und wir haben uns abgefuckt, aufgeregt. Und genau diese Sachen, die da machen, mir da, wollen die uns vorwerfen. Ja, Robinski? Ich bin Samir. Und zwar, das stimmt, was Diego sagt. Diego meinte zu Tiger, ja, warum fragst du denn unsere Leute aus? Das ist doch respektlos. Und Tiger meinte, nein, nein, ich mach sowas nicht. Ich rede doch ganz normal mit denen. Also, mit wem? Was? Also, Diego meinte, Tiger, warum fragst du denn unsere Leute die ganze Zeit aus? Warte mal, Tiger hat die ganze Zeit unsere Leute ausgefragt? Ich weiß es nicht. Ich bin an dem Moment dazu. Aber mit was für einer Intention, mit was für einem Argument, mit was für ein, wieso kommst du? Der hat doch sonst nie meine Leute ausgefragt. Wieso fragst du gerade jetzt meine Leute aus? Schaut mal, ich sag euch eine Sache. Sehe ich noch einmal jemanden mit Tiger, telefonieren, reden, schreiben, egal wie spät es ist, kriegt dazu 100 Millionen % ein Blattout. Und mir ist scheißegal, wer es ist. Ob es ein Litecoin ist, ein Loco ist, ein Jerry ist, ein Mary ist. Jerry werde ich mir sowieso nochmal vornehmen, Mirda. Jerry werde ich mir sowieso nochmal vornehmen. Wie kannst du mit diesen Leuten reden, Robinski? Dass du denen sagst, dass er jetzt Rodrigo wieder heißt. Naja, er heißt ja Baru. Aber das hat der Tiger falsch verstanden. Ist der Tiger falsch verstanden? Ja, hat doch Rodrigo Baru gerade erst richtig erklärt. Hast aber du ihn nicht gesagt? Er meinte mich ja. Er hat ja zu mir gesagt, Rodrigo. Da war ich, Rodrigo und Baru auf Auto, ich war auf Auto. Tiger saß da so mäßig so im Auto drinnen, mäßig. Und dann meint der Baru, dann meinte ich Rodrigo, dann dachte er, das heißt Baru jetzt Rodrigo heißt, und dann habe ich mit Rodrigo geredet. Schau mal, ich weiß, du versuchst dich gerade ein bisschen rauszureden. Aber in allererster Linie war das die einzige Schuld von mir. Ich habe den Pakt gebrochen, ich bin der Schuldige. Aber vergisst nicht, vergisst niemals, und deswegen bin ich auch nur so sauer, wie sehr ihr mich darauf gedrängt habt, mir, dass ich diesen Pakt breche. Wie sehr. Und am Ende, dass ich von meinen eigenen Leuten so verarscht werde, das tut mir weh. Nicht, dass ich den Pakt gebrochen habe. Ich scheiße auf die Mirra. Kanun hat 1000-mal sein Wort gebrochen. Die haben kein Gewicht. Rivera ist ein Niemand, Mirra. Das ist wie eine Sternschnuppe. 10 Minuten da und dann sind sie schon wieder aus. Die interessieren mich nicht. Aber dass sie aufgrund von Leichtsinnigkeit, dass sie deswegen an Informationen kommen, wo sie am Ende uns drauf festnageln wollen, das regt mich auf. Tiger muss noch nicht mal die Wahrheit gesagt haben, das ist ja das Problem. Er kann einfach sagen, ja, so und so war das. Die werden ihn glauben. Ihr habt mit ihm geredet, ja, Diego? Wir sind doch selber nicht sehr gut auf die anzusprechen, Mr. Bitcoin. So wie Sie geladen sind, sind wir genauso geladen. Aber das, was Sie von sich gegeben haben, war doch schon ein Witz genug. So, ja, zeig mal Ausweis auf einmal und dies und das und bla bla bla. Ich habe das gar nicht mehr ernst genommen. Und zu meinem Teil habe ich das auch gedacht, dass sie das auch nicht mehr so krass von denen ernst nehmen, weil das war lächerliche Gründe. Es ist keiner zu denen hingegangen und hat gesagt, ja, der ist der, der ist der und der und der und der. Und die versuchen das so uns ins Licht zu rücken. Hermanos, ein Jerry sagt zu denen, er heißt noch Jerry? An Robinski redet mit denen über einen Namen Rodrigo und Baro? Warum ist damit kein Robinski? Egal, wo ich hingeblickt habe, Hermanos, ich sehe auf einmal Tiger vor mir. Ich mache hier, ich sehe Tiger schabern. Nächsten Tag Tiger und Jingo. Und dann sagt man, oh ja, das ist unser alter Jingo. Das ist schon ein Wärmegefühl. Ich gehe zum Rivera-Anwesen, mir reicht hier wieder Tiger. Wie könnt ihr es zulassen, dass dieser Mann so oft in meiner Nähe ist? Die wollen... Mira, was denkt ihr, wieso Tiger hier ist? Hör mir zu. Denkt ihr nicht, ich weiß, dass der nichts weiß? Denkt ihr nicht, ich weiß, dass der nicht herkommen will, weil er diese Vorahnung schon hat? Und diese Lust, etwas herauszufinden, was er vielleicht wissen könnte, aber nicht weiß, kommt er hierher, Mirda, und fragt euch direkt aus? Denkt ihr nicht, ich weiß, dass das eine Scheiße von ihm ist? Dass er dumm ist? Dann kommt er mir mit Adams, Mirda. Die einzige Adams-Familie, die ich kennengelernt habe, das waren diese Frecks vom Fernseher, Mirda. Ihr habt ihn aber das zu fressen gegeben, das versteht ihr nicht. Ob er Recht hat oder Unrecht hat, ob er lügt oder die Wahrheit spricht, das ist scheißegal. Ihr habt ihm dieses Recht gegeben, in dem er 3 Tage in unserem Scheiß anwesend war. Versteht ihr das? Aber ich habe Schuld, ich habe den Pakt gebrochen. Aber ich habe es für euch getan. Ich habe es für einen Rodrigo und für einen Robinski getan. Und jetzt nochmal für einen Jerry. Und dann kommt ein Jerry und sagt das. Robinski sagt das.
Aber Mr. Böcker, ich sag Ihnen, Rubinski ist allgemein so ein Typ, der in der Kommunikation nicht so stark ist, ne? Also, Rodrigo hat das ja gerade gesagt, wie das war, und ich kann ihn ehrlich, also, so wie ich Tiger kenne und so wie ich die Jungs kenne, kann ich mir das gut vorstellen, dass Rodrigo die Wahrheit erzählt, ja? Das war so, das war so, wieso sollte ich lügen? Ich glaube, ihr habt noch nicht verstanden, worauf ich hinaus will. Doch, das mit Jerry ist so oder so Quatsch, aber er hat sich ja, also ich habe ja auch zugehört, aber er hat sich halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen halt zusammengewürfelt. Diese 3 Tage am Anwesen chillen, das war ja nicht mal die Aussage, also es hat ja nicht seine Aussage bekräftigt. So. Er hat die ganze Zeit irgendwas gelabert mit, ja, sie haben den getragen und er hatte Kali-Kleidung und so. Aber, ja, und das ja, mit der Kali-Kleidung habe ich sogar gesagt mir da. Ja, okay, er darf Kali-Kleidung tragen und jetzt? Was jetzt? Ja, also das hat ihn ja nichts gebracht, ob er hier 3 Tage gechillt hat oder nicht. Keiner hat halt irgendwas preisgegeben, er würfelt sich halt irgendwas zusammen. Nein, diese Würfel hat er nur gemacht. Warum? Weil er hier war und sich eine Meinung bilden kann. Anscheinend. Ich will diesen Dreck hier nie wieder sehen. Nie wieder will ich diesen Dreck hier sehen. Ja, kein Problem. Ich hab's auch nicht verstanden, warum er hier ist, ja. Und Diego, wenn du was mit diesen Kötern zu klären hast, dann machst du es in deren Hundehäuschen. Ja. Und nicht dort, wo wir den Sachen zu fressen geben, was sie nicht verdient hat. Du bist nicht dumm, Diego, du bist nicht dumm. Ich verstehe sie, ja. Ich gebe ihm vollkommen recht, alleine, dass sie hier waren, egal worüber wir reden, dass sie ihr Wort gebrochen haben dafür und wir damit leichtsinnig umgehen und im Endeffekt sie sich rechtfertigen, ich kann das schon zu 100% nachvollziehen. Also, wenn irgendeine Strafe betreffen sollte diesbezüglich, würde ich das auch in Kauf nehmen, ja. Schau mal, von Anfang an, ich eine Sache im Kopf. Und deswegen habe ich angefangen, wie ein Hund zu lügen. Ich wusste ganz genau, dass sie irgendwann, irgendein Dreckiger wird darauf kommen, und natürlich war es Azrael, dass wir abgemacht haben, dass derjenige, der rübergekommen ist, eine Hinrichtung bekommt. Und ich dachte mir, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt wie ein Mann die Wahrheit und sage sie? Und ihr wisst so, was mache ich eigentlich? Eigentlich stehe ich zu den Sachen, die ich tue, wenn sie enttarnt werden. Oder breche ich mein Wort, aber dafür kann Jerry leben. Denn seine Hinrichtung wollen sie auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn das nicht so schwammig gewesen wäre bei Baro, dass sie auch seine Hinrichtung wollen. Und wenn es nach denen geht, wollen die auch Rubinskis Kulo haben wollen. Sie wollen alles. Aber 3 nette Worte, 4 nette Worte von denen reichen doch nicht aus, Mira. Damit ihr denen glaubt, dass sie eigentlich voll Keul sind. Weil wir ein bisschen Luft haben mit den Kanons. Nein, wenn ich so etwas mache, dann erwarte ich, dass ich euren Rücken habe. So wie ich euch meinen Rücken gegeben habe, bei diesem verschissenen Pakt. Wie wollen sie jetzt davor gehen, aber, Mr. Bitcoin? Jetzt haben wir Rivera und Kanon an der Backe. Schaban sagt ja mir, da 5 Millionen pro Kopf. Er hat einfach aus diesem Pakt eine Waffenroute gemacht. Drogenrouten kosten 1-2 Millionen, ne? Das ist ja fest gemeißelt so. Keine Ahnung. Der hat das doch geändert, oder? Hört mir ganz genau zu. Ich werde jetzt definitiv im Sinne der Familie handeln müssen. Ich kann jetzt nicht immer für jeden, an jeden Einzelnen hier denken, damit ihr Bescheid wisst. Egal was passiert, ihr habt es jetzt von mir gehört, ich kann mir das nicht erlauben. Ich bin kein Mensch, der lange auf sich rumtrampeln lässt. Irgendwann stehe ich auf mir, aber wenn man nicht gegen eine Wand drückt, dann muss was passieren. Ja, Baro. Wenn die darauf wirklich beharren, ja, dass ich dann auch eine Hinrichtung bekommen sollte, dann möchte ich gerne, dass sie mich hinrichten, ja? Also nicht durch andere Hände, ne, sondern durch ihre Hände, Mr. Bitcoin. Wenn das so wirklich sein sollte und sie nach ihren Interessen bzw. der Familie nachgehen, will ich das auf jeden Fall, dass sie mich hinrichten, ja? Denkst du, ich lasse es zu, dass hier jemand hingerichtet wird? Von meinen Leuten? Nein, falls dazu kommen sollte. Denkst du, das ist mein Interesse von diesen dreckigen Kötern? Nein, natürlich nicht. Ich scheiß auf die Mierda. Es geht darum, dass ich definitiv jetzt die Leute sehr schnell ersetzen muss, bis ich eine Truppe zusammengestellt habe, die stark genug ist. Davon rede ich. Und nicht von irgendeiner scheiß Hinrichtung von euch, Mierda. Ich scheiße auf die. Bevor das passiert, richte ich die hin. Ich will, dass ihr eins wisst. Ihr werdet immer meinen Rücken haben. Aber merke ich, dass ihr euren Rücken wegzieht, dann war das der schlimmste Fehler, den ihr jemals in eurem Leben gemacht habt. Also, wie gesagt, wenn ich jemanden nur noch sehe,
der einmal nur zu Tiger Hallo sagt. Nur einmal Hallo. Nur einmal Hallo. Der bekommt ein scheiß Blood-Out. Gut. Es gibt jemanden, der kommt in unsere Familie. Für ein paar Tage. Nichts Wildes, nichts Ernstes. Aber ich habe 10 Millionen dafür bekommen und das ist ein Lebenstraum. Und deswegen, ihr könnt ihn als Spielball sehen. Behandeln ihn gut. Aber sobald einer kommt, den wir brauchen, ist er raus. Erzähl mal, wer du bist. Ich bin Joshua Fuchs. Wird mal ein bisschen lauter, Mierda. So, jetzt. Hallo, ich bin Joshua Fuchs. Ich weiß nicht, ob mich ein paar kennen. Vielleicht auch ein paar nicht. Ist nicht schlimm, wenn nicht. Ich bin der Adoptivsohn von Thomas Fuchs. Ja, was gibt's denn noch so? Was wollen Sie noch was wissen? Erzähl mal, wieso du dich anhörst wie eine Mischung von Thomas Fuchs ja, und Wadi-Team. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Hermanos, das ist der Hermano Fuchs, die Team. Ich möchte auch bitte, dass ihr ihn nur Fuchs, die Team nennt. Dieser Mann, auch wenn er nicht lange hier bleibt, ich will, dass ihr ihn gut behandelt. Fuchs, die Team. Ja. Wieso willst du einen Kali? Wieso? Wieso nur für diese kurze Zeit? Gute Frage. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt nicht gut genug. Aber ich glaube auch, ich wäre, glaube ich, nicht so aktiv. Jetzt gerade bin ich nicht sehr aktiv, aber später. Wieso willst du einen Kali? Habe ich dich gefragt! Was erzählst du für eine Scheiße? Ich bin nicht so gut, aber irgendwie bin ich nicht da und. Ja, gut. Was du denn willst, tut mir leid. Machen wir. 5 Minuten, ne? Könnt ihr ein bisschen schneller machen? Für was haben wir, Bekannt? 5 Minuten haben wir. Für was? Rivera kommt dann bei uns. Rivera. Scheiße, mir. Ich will mich kurz aufrüsten. Ich zahle einfach aus, scheiß drauf. Ja, machen Sie. Und wir machen ist ja nur eine Entschuldigung vor der Tafel drunter, als ob mich das interessiert. Unser Heli? Ey, wo? Voilà. Mendes. Si. Ich will auszahlen. Wirklich? Ja. Nein. Warte, Nerd, der Opa will auszahlen. Also, dann zur Tafelrunde eine Entschuldigung. Wirklich? Dann möchte ich mein Heroin und, was war da noch? Ah ja, und Grace gehört mir. Wieso Grace? Wie viel willst du, dass du Grace in Ruhe lässt? Ich gebe dir 500.000, dass du sie in Ruhe lässt. Nein. Der Pendejo hat ein Hühnchen mit mir zu rupfen. 1 Million. Ich, kein Geld der Welt. Mediziner bestellt. Wer hat Mediziner bestellt? Hallo, hallo. Dieser Pendejo denkt, er kann mit Geld die Welt kaufen? Niemals. Ja, hier liegt niemand. Keiner liegt niemand. Doch, wir haben hier einen Call hingekriegt. Hier liegt keiner, Medics. Hä? Warte mal, dann gucken wir mal vorne. Gut, adios. Wir kennen uns ja hier auch schon ein bisschen. Wir haben auch schon mal ein bisschen was miteinander zu tun. Er macht einfach mit. Ich glaube, die einzige Familie, die in Frage kommen wird, wäre Kali. Ja. Einfach für was sie steht und was sie macht. Und deshalb würde ich sagen, dass ich bei Kali gerne ein paar Tage rein euch gerne helfen würde. Ja. Ja. Verstehe. Gut, Hermanos. Wie gesagt, ich habe euch was dazu gesagt, wie ihr ihn behandeln sollt. Du bist die ersten. Die erste Zeit, die du hier bist, bist du definitiv dafür verantwortlich, Hermano, immer das Essen aufzufüllen im Lager. Lass dein Blatt hin. Viva la Cartel. Viva la Cartel, Hermanos. Gut. Ey, wir haben kein Essen mehr im Lager. Nur das ist... So, jetzt einmal raus aus dem Pool. Stell dich an die Seite. Du machst gleich gegen mich 1 gegen 1 und Cristiano einmal in den Pool rein. Was ist los mit Kali? Habt ihr Munition gespart oder warum nur 3 Leute geschossen? Ja, ist besser. Also, Cristiano, Hermano. Ich habe ein Problem mit deiner Aktivität. Kannst du mir dazu was sagen? Letzten Tag viel mit meiner Familie unternommen. Finde ich gut. Ja. Ich freue mich für dich, Hermano. Und ich wünsche dir und deiner Familie das Beste, aber es gibt nur eine Familie und das ist Kali. Das ist dein Blattout. Oh. Wallah, Cristiano, mein Bruder, du machst es genau richtig. Verbring so viel Zeit, wie es geht mit deiner Familie. Wallahi, das ist was sehr, sehr Gutes. Mit Arsch, okay. Was macht ihr? Hallo?
Chillt mal, fahrt mal weiter. Ganz ruhig, hey, Litecoin, ganz ruhig, Litecoin. Hast du Angst? Fahrt mal geradeaus. Ich hab eine 50er, fahr mal ein bisschen nach rechts lang. Kommt mir geradeaus. Hey, über uns. Boah, ich wurde dick getroffen. Chillt mal, hallo, kommt mal mit. Hey, die BF ist hier auf dem Berg, Baro, die BF ist hier links auf dem Berg, links. Ja, dreht um. Wir halten jetzt hier mit Berg, kommt her, wartet mal. Die halten Arsch zurück. Wo sind die denn ungefähr? Genau da, wo du fürs Kontakt hast. Ist das du? Warte, ich teste kurz. Bleib mal hier, haltet mal. Die halten euch, komm hoch. Okay, geht mit Arsch, nimm diese Pose mit Arsch. Hallo, mit Arsch, nimm diese Pose. Okay, ey, komm mal mit. Die laufen noch bei deren Autos. Komm mal mit, Ich komm mit. Oh mein Gott. Geht um rechts. Bruder, ich schwöre. Auf dem Berg, Bruder, da ist auch die BF. Geh mal runter, Sophie. Haltet mal. Komm mal, nimm mal diese Rapix. Nimm mal diese Rapix. Ey, wir fighten back hier, aber. Tschüss. Ja, komm. Alle tot. Wir haben eins von uns. Baro tot. Die umlaufen unsere Masse. Wer ist immer noch da? Ja, Bruder, ja, die fahren runter. Die fahren runter Richtung Army Base. Er liebt unsere Masse? Nein. Was? Da leben noch ein, zwei Stück, drei Stück. Die fighten gegen Bärs, gegen alles, Bruder. Was will der machen? Ja, Masse liegt jetzt. Guck mal hier, vier Leute halten auf. Ja, Masse liegt, Masse liegt. Ja, unsere Posi war. Ich glaube, unsere Bärs fightet. Vielleicht, oder? Ja, ey, deren Heli chase uns, ne? Wo? Unter dem Wechsel. Ja, wir gehen komplett verliebt. Ich muss echt aufhören zu kämpfen jetzt. Ich versuche ein bisschen. Nein. Das war ein Scheißkampf. Ich konnte nichts machen, Bruder. Das war ein Scheißkampf. Das war. Bleib da oben, ey, liebt unsere Bärs? Ja, Bruder, aber es dauert jetzt. Wie viele sind das? Habt ihr jemanden irgendwie im Heli oder nicht, Digga? Ja, Amir. Oder ich sehe den nicht mal, Bruder, ja. Warte mal. Er muss jetzt am Ende, wenn er das jetzt auch. Bruder, die haben uns totgeschossen von hier. Guck mal bitte, wo wir gestorben sind. Guck mal bitte, von wo wir gestorben sind. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus BF und Heli. Ey, wie viele sind das noch, Amir? Warte, das sind 9 oder 8. Ehrlich, so wenige? Ja, also plus BF und Heli. Und Becky? Und ich weiß nicht, ob Becky. Zwei Autos sind dazugekommen eben. Okay. Ey, die fahren unser Auto, die fahren auf Highway mit unserem Auto, ja? Hä? Du scheißegal jetzt, Digga, ein Auto. Sag mal das? Keine Ahnung, Bruder. Scheiß doch drauf, bitte, anderes Thema. Macht einfach weiter. Die fahren. Nein, ich sage das einfach so. Military Highway rein mit unserem Auto. Military Tunnel, sorry. Die fahren Military Tunnel? Mit unserem Auto rein, ja. So. Ey, wie viel fliegt dein Heli, Amir? Hä? 210. Ja, wir wurden richtig Sandwich genommen, das stimmt. Ein Auto fährt los, auch hoch Richtung Ding, Paleto Richtung Waffenarbeiter. Ja, die chasen uns deshalb. Ey, BF arbeitet, wenn du kannst, ne? Die haben keine Info über euch. Wer fliegt hier noch? BF? Ja, was war's mit der? Oh nein. Ey, soll ich zu dir kommen? Also jetzt über den Caller zu reden, ist falscher Moment, Chat. Ich kann nichts mit Heli machen, weil, bist du alleine? Stimmt, Tarek war die Anfangszeit komplett kacke. Er ist mit der Zeit richtig gut geworden. Deswegen chillt mal. Nicht immer nach jedem Fight sich direkt ein Urteil bilden. Lass uns erstmal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht mal, wo die sind, Wallah. Ich weiß nicht, wo die sind. Ein bisschen hier was dran schrauben, so und dann wird das schon. Hier ist bei mir einer, Bruder. Ich sehe einen bei Military. Ich sehe zwei bei Military. Ich glaube, das hat Baro ja auch an mir kritisiert, dass er irgendwas nicht gerade gecallt hat. Ich sehe drei beim Military. Ja, wir müssen tryen, irgendwie den Backstep Auto 1 gegen 1 zu fighten, ne? Da fahren wir ein bisschen weg von euch.
Ja, was soll ich, Bruder, was soll ich machen? Dann wollen wir rüber sehen, Bruder. Call, wie viele ihr habt doch eine Stimme BF. Die BF wird, habe ich das gefühlt, was Callen angeht, nur aktiv, wenn wir alle tot sind. Ansonsten höre ich die gefühlt nie. Ich kann halt auch nicht so tief gehen, okay. Digga. Auf Berg haben die... Oh, das war, glaube ich, gut, oder? Aber... Aber, oh. Das ging schnell. Das hat 5 Sekunden gedauert. Wetter aufgelöst, klar. Ja. Könnte Wetter auflösen. Obwohl die Pose viel, viel besser war. Nee, ich glaube, dieses Aussteigen war nicht schlecht. Das war nicht dumm. Das war nicht dumm. Die waren auf dem Berg drauf. Und oben runter schießen, es geht. Komm mal da weg. Ach, gracias, Medic. Ich habe gerade mitbekommen, warum wir schießen. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Scheiße, Alter. Ein bisschen enttäuscht von dir, ich schwöre es dir. Wieso? Wegen Sachen, die mir vorgeworfen werden. Jetzt fängt ihr wieder an zu lügen, Kusch. Geil, lass mich doch reden, mein Schabern. Ich mach das doch jetzt mit dir. Ich sag doch nur. Ja, ich weiß doch, wann der lügt und wann der nichts lügt. Ich verstehe. Warum machst du sowas, ne? Was genau meinst du? Klatscht meine Hand weg. Diese Pakt, Ordinary. Diese Pakt. Ich verstehe das nicht genau. Wieso habe ich jetzt den Pakt gebrochen? Kostüm. Ben und Jerry's. Jerry ist kein Kali. Ey, er hat deine Hosen angehabt. Ein Fuffi, bitte. Das stimmt doch gar nicht. Du hast also, Ben und Jerry genommen. Litecoin. Weißt du noch? Ja, bitte. Vor ein paar Wochen, bevor Tiger bei Kanun war. Und das sage ich jetzt nicht aus Provokation. Da hatte Tiger auch meine braunen Hosen an. War er Kali? Nein. Amsterdam zieht doch unsere Hose an. Weißt du, warum der die braunen Hosen angehabt hat? Ja, anzieh. Ja, warum dann? Weißt du, warum der die angehabt hat? Nein, ich weiß es nicht. Ja, also. Aber weißt du, warum Jerry die Hosen anhatte? Ja, er durfte es von mir. Bis ich es geklärt habe mit euch, dass ich ihn nehme als Kali. Kannst du mich sprechen? Also Pakt brechen. Nein, ich wollte doch noch mit euch drüber reden. Wieso Pakt brechen? Er ist doch gar kein Kali. Eine Hose macht niemanden zu einem Familienmitglied. Was war unsere Abmachung? Wenn einer diesen Pakt bricht. Sag du es mir. Nein, sag du es mir. Ich will es aus deinem Mund hören. Vergessen. Ich habe keine Leute von dir aufgenommen. Ja, das stimmt. Und du hast mir auch keine Leute von dir gegeben. Das stimmt. So wie ich dir dich gegeben habe. Das stimmt. Was war unsere Abmachung? Ich will hören. Ihr nehmt keinen von uns, wir nehmen keinen von euch. Genau. Und was ist, wenn wir das tun? Dann gibt's Krieg. Krieg ist scheiße. Nicht immer. Bruder, ich stelle euch doch extra rüber, Jungs. Krieg ist scheiße, bitte. Meine Sachen wurden abgenommen. Muss ich weiter in Fesseln hier stehen? Nein. Gracias. Ich guck mal. Pumpgun, Pistole, 50er. Ey, wer hat die denn abgenommen? Wurde dir ein Döner abgenommen oder was wurde dir abgenommen? Moment. Hanso, hast du mir nicht meine Sachen abgenommen? Nein, hab ich nicht. Was redest du? Was ist mit den Molotow und so weiter? Ja, nur Molotow. Deine Waffen aber nicht. Darfst du halt die Molotow abnehmen? Ja, klar. Gib sie hier. Okay. Schau mal nach, nochmal, ob ich noch was habe. Alles gut, du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr, hat er gesagt, warte. Lassel dich. So. Yes. Beg deine Schulter ein bisschen, genau. Perfekt. Komm mal deine Arme hoch. Ey, Hans, du musst die Arme hoch. Ich kann nicht mehr Kopf umgucken. Ja, Arme hoch, damit du keinen Krampf kriegst. Wegen Rücken, Arme. Ja, und jetzt wieder runter. Jetzt wieder runter. Geht nicht. Nicht mal bitte rüber, Nora. Doch, kannst du, wie geht nicht. Arme runter. Rüber. Zu genau. Leuten. Aber jetzt musst du einmal springen. Nein. Genau, perfekt. Und jetzt bell mal. Ihr beide auch mal rüber, bitte. Ja. Alles gut, Jungs. Wir machen doch nur ein bisschen Spaß. Das ist doch, muss man doch nicht immer ernst nehmen. Okay, bitte, was war die Abmachung? Wir nehmen keinen von euch, ihr nehmt keinen von uns. Richtig. Was ist, wenn wir das doch machen? Da muss man mitmachen ab und zu, Yama. Dann wird jemand hingerichtet. Aber wen sollen wir hinrichten, Kostrim? Sag mir, wer hat jemanden genommen? Wer hat den Pakt gebrochen, Kostrim? Sag es mir. Du hast den Pakt gebrochen mit Jerry. Jerry ist nicht mal ein scheiß Kali mir da. Ja, das wurde so gesagt. Von wem wurde das gesagt? Den Namen, das wurde von deinen eigenen Jerry gesagt. Der hat, was hat er gesagt, Schabmann? Er heißt noch Jerry. Ja. Noch Jerry heißt der. Ja, ich kann ja auch sagen, wieso mir das, habe ich Schabmann auch erklärt. Er weiß es eigentlich, aber er ist gerade ein bisschen traurig. Jerry und jeder, der in meine Familie kommt, wird den Nachnamen Coin bekommen. Ganz einfach. Und deswegen sollte er seinen Namen ändern.
wenn er in meine Familie kommen sollte. Und damit meint er mit, ich heiße noch Jerry mit, ja, bald bin ich auch ein Coin, verstehst du? Mhm. Gut. Ja. Ja, weiter, was ist daran genau so verkehrt, Kostel Marmano? Okay, ich hab, ich bin nicht ganz mitbekommen. Wurde was gefordert? Von wem? Ja, ich hab, er hat 5 Millionen gefordert. Ja, erstmal habe ich 5 Millionen gefordert pro Kopf. Also, dass Rivera 5 Millionen ausgezahlt bekommt. Rivera hat gesagt, das ist aber größter Quatsch, der will 1 Million nur haben. Ja, deshalb, ja, dann ist das ja seine Sache. Und es wurde abgeschlagen und dann haben wir noch was mitbekommen. Was denn? Und dann meinte ich, ich will, das habe ich dir am Telefon gesagt, dass mit Leute Mario? Hier nur einen, ja, genau das. Was für Mario? Ich habe gehört, hier heißt niemand Mario von euch. Ja, also warum sagen die das dann hier? Hä? Doch ich. Wo kommst du her dann? Keine Ahnung mehr. Ja, mir wurde gesagt, dass die kennen keinen Mario. Ja, wenn deine Leute Mario sagen, dann ist das dann unsere Schuld. Was redest du mir? Okay, was war jetzt mit die Forderung? Also 5 Millionen? Rodrigo, Robinski, was weiß ich, wer noch da. Also Kustin, wenn ihr jetzt anfängt, von mir 5 Millionen zu fordern, ich sag euch das, dann werde ich in einer Zeit... Nein, 5 Millionen ist zu viel. Nein, ich habe die Hinrichtung gefordert. Ist zu viel. Die Hinrichtung, wie es im Pakt ja, die Hinrichtung ist ja sowieso mit dabei. Nein, das da ist so keine, eine, es gibt nur eine Hinrichtung für Leute, die bei das ist wie Happy Meal. Wie Happy Meal. Doch, ich schwöre es dir, wie Happy Meal. Da gibt es keine ja, dann Hinrichtung. Dann sucht die Auskunft. Das ist kein Kali. Wir haben kein Kali hier. Wir haben keinen Jerry als Kali genommen. Du hast mich geschrieben. Schau mal, Jerry wird morgen wach. Er wollte mit mir nochmal darüber reden. Ich habe gesagt, ich komme morgen mit Jerry. Ich gehe morgen mit Jerry zu Kanun und danach zu Rivera. Du kannst gerne nochmal mit Jerry reden. Und ihn fragen, ob ein Kali mit Jerry geredet. Nein, ja, die Jungs haben doch mit Jerry geredet. Was hat? Der hat dir noch niemals gesagt, dass ein Kali ist. Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Das wurde niemals gesagt. Kusch, wir waren gestern im Partybus unterwegs. Sie sind an uns vorbeigefahren mit Kali-Hose, alles. Was für alles drum und dran? Was heißt das alles drum und was bedeutet dieses alles ja, drum und dran schabern? Das was bedeutet alles drum das? Drum und dran heißt, dass, ja? Na, dass du eine Kali-Hose anhat. Und das mit nein, die Kali-Hose habe ich euch schon gesagt, Mirda. Seid ihr da nicht zum Krieg gezogen, die Gewehre? Was redest du für eine Scheiße, Mirda? Hattet ihr gestern Abend noch kein Fighting? Natürlich, Jerry hat da nicht mitgemacht. Du kannst doch die Riveras ganz einfach fragen, ob Jerry dabei war. Wir standen doch gestern an der Wand. Frag doch mal Rivera. Okay. Wer hat denn bei uns jetzt mitgefightet? Was? Guck doch mal nach, ob wir einen Jerry haben. Die kann keiner wissen. Ja, aber doch. Hier, da sind wir an der Wand. Guck doch mal nach, mir. Nimm den Masken ab, nimm den Ausweis. Er heißt ja wahrscheinlich nicht mehr Jerry. Naja, er heißt ja wahrscheinlich nicht mehr Jerry. Wir haben keinen verschissenen Jerry. Wieso verstehst du das nicht, Schabern? Bitcoin, eins verstehst du nicht. Du kannst dir gerade alles so legen, wie du willst, weil der Pakt nicht richtig kommuniziert wurde, beziehungsweise ja. Aber solche ihr Fälle. Die ersten, die raus wollten aus diesem Pakt. Ja, nein, wollen wir nicht. Wieso beharrt ihr so hart darauf? Ja, wo sind wir denn drauf? Wir sind doch noch drin, oder nicht? Wir sind doch noch drin, oder nicht? Auf einmal nein. Wieder drin. Lass uns damit nicht anfangen. Lass mich mit dem wird das ein Gespräch zwischen mir und dir oder zwischen Schabern und uns? Das wird so. Ja, aber ich weiß dann, ich war ja selber 2 Tage nicht da. Deswegen ist das Problem, weißt du? Ich brauche. Okay, ich verstehe. Okay, ja, gut, no Problem. Aber ich verstehe, aber. Ich habe nur eben, ich bin wach geworden, ich habe nur gehört, Krieg gegen Kali. Ja, grob hab ich gesagt, okay, sag mal grob, was ist los? Und dann war ich bereit. Also ich sag dir ehrlich, wie es ist, Kustrim, ich verstehe das Ganze auf einer Seite, weil es kann den Anschein erwecken, gut, ja, eine braune Hose, deswegen Krieg zu machen, bueno. Aber, wie gesagt, ich habe keinen Jerry als Kali. Ich wollte mit ihm morgen zu euch gehen. Er hat wieder bei einem Krieg mitgemacht. Das ganze Problem hier ist wegen einer Hose, ja. Schabern, oder? Kusch. Das ganze Problem hier ist einfach, dass dieser Pakt sowas, man muss sowas beweisen können. Und wie kannst du, sowas kannst du nicht beweisen. Sowas dann müssen wir das anders machen jetzt. Er kann sich einfach rausreden lassen und sowas, was ich, weißt du, das ist scheiße. Der Pakt ist an sich gut, ja, aber man kann ihn viel zu leicht austricksen. Da hast du eine andere Lösung, Schaber, dann bin ich dabei. Ja, wir müssen uns was überlegen, aber auf jeden Fall beharre ich drauf. Ich bin diesem Pakt nur für euch reingegangen, weil ihr das wolltet. Auf jeden Fall weil ich werde keine Leute von euch annehmen. Bei dir drin hast. Nein. Komm. Da, weißt du, warum ich darauf beharre? Weil da einfach deine Leute zu viel reden. Einfach nur deswegen. Meine Leute, was sehen die denn? Ja, ich brauch's dir nicht zu sagen, das weißt du selber. Nein, Schabern, du redest immer nur halbe Sachen und am Ende sagst du ja und alles und so weiter. Nein, das Ding ist, soll ich jetzt das Gespräch von vorhin wieder aufgabeln? Brauchst du nicht, das war kompletter Müll, das Gespräch. Das war kompletter Müll, du hast auf... Schau mal, soll ich dir mal sagen, Kuschel, was der gesagt hat? Damit ich dich auch mal abhole. Das Problem bei der Sache ist, du beharrst auf eine Sache, ich beharre auf eine Sache. Aber wir können beide es nicht beweisen. Aber ich habe sogar gesagt, ich verstehe euch, dass ihr den Anschein erweckt, wegen dieser braunen Hose, bueno. Aber ich sage jetzt hier, es ist kein Kali. Also was diskutieren wir hier noch? Wieso beharrt ihr so krampfhaft? Doch, ist einer. Ja, wir wissen es. Bum. Für was? Ja, aber du kannst es ja auch einfach so sagen. Du kannst dann beweisen, dass es kein Kali ist.
Wie soll ich dir das beweisen? Beweist ihr mir, dass er ein Kali ist? Beweist ihr mir, dass er ein Kali ist? Dann komme ich mit dir zum Anwesen, ich will in deine Liste reingucken. Das funktioniert nicht mehr da. Wo ist drin? Hier, wie siehst du denn die Liste? Ich habe keinen Jerry bei mir in der Liste. Hast du kein Auge? Hast du eine spezielle Brille? Zeig mal, gib mir dann diese Brille. Da will ich reingucken. In diese Liste. Du weißt, dass das Quatsch ist, was du redest, Kostrim. Bitte nicht. Nein, ich habe nur gleich, stell dir vor. Mach nicht so, du hast schon diese Flasche herausgebracht. Ich möchte den, so viel. Ich wollte den wieder reinbringen, Mann. Irgendwas musst du doch beweisen. Nein, ihr müsst mir nicht beweisen. Der kommt morgen, ich komme mit denen zu euch. Nein, der war gestern schon da, du bist nicht zu uns gekommen. Ich liebe dich halt. Ja, Bruder. Nein, ich komme morgen mit Jerry. Jerry existiert, Jerry ist ganz normal am Leben. Aber Jerry ist noch kein Kali. Weißt du, als ihr mir Robinski gegeben habt, wo ihr meintet, mach das. Welcher Rodrigo? Wir haben keinen Rodrigo, wir haben einen Baro. Okay, weißt du was? Ich habe eine Idee. Ja. Ich habe eine Idee. Ich lass mich nicht verarschen. Okay. Du hast es schon oft geschafft. Kännchen, dankeschön. Mhm. Weil ich habe dir gesagt, ich bin herzgut. Ja. Aber ich werde Kali, bis Jerry wieder hier ist, werde ich Kali klein halten. Nein, wieso? Ja, weil damit er nicht wächst. Nico, danke schön. Oh, Hype Train, Leute, mach mal ein bisschen Stimmung hier im Chat, Hermanos und Hermanitos. Was ist vorbei? Ein bisschen Stimmung hier. Jetzt ist vorbei, habe ich gesagt. Das war's mit Kali. Wir werden nie wieder Achterbahn fahren. Genau. Kostüm, du machst einen Fehler. Wir haben den Pakt nicht gebrochen. Wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich zu meinem Fehler. Aber noch sehe ich diesen Fehler nicht ein. Wer ist denn der Zivilist dahin? Wenn du mir den beweist. Schau, darf ich mal fragen, wer das da hinten ist mit der Jeanshose und so? Das ist Alex 777. Alex 777. Abi. Ah, da hinten der. Ja. Das ist mein Bruder. Adoptivbruder. Ich freue mich für ihn. Er hat einen guten. Ich bin's, Kushabi. Das ist lieb. Was hat er gesagt? Okay, dann. Hab ich erstmal nichts zu sagen. Willst du noch irgendwas drehen? Nein, ich drehe hier gar nichts. Ich hab nur gefragt, ob du was drehen willst. Schau mal, Kostüm, ich kann dir was anbieten, Mann. Was los? Wir können gerne rüber zu den Hermanos gehen und ihr könnt ja einfach mal ein bisschen mit denen schnacken. Wollt ihr? Um die zu fragen, ob Jerry bei euch ist. Komm einfach mit. Und rede selber mit denen. Okay. Okay. Von die ganze Welt. Von der Schlimmsten. Hier sind die Hermanos. Frag die, was du willst. Hey, ihr kackbraunen Wichser. Das war jetzt nicht so gut. Ja, Abi? Wir sagen ja auch nicht so, dass ihr eure Tage habt. Hermanos, da hast du recht. Assalamu alaikum, jemand hat hier ein Taxi bestellt? Was? Hallo, mein Name ist Ranjit. Ranjit Abdabad, hat jemand... Ranjit in deinen Arsch. Nein, das war mein Cousin. Die Adam ist mal wieder sehr stark. Jetzt ist so. So, Kalis. Jerry hatte gestern eine braune Hose an. Was sagt ihr dazu? Na, das stimmt nicht. Also hatte der keine braune Hose an. Hat doch keine Bitcoin selber der gesagt. Also doch gar nicht alle wissen, Kostre Mierda. Die manche waren doch früher da, der hatte noch keine an. Manche sind früher schlafen gegangen. Bitte Mierda. Was ist das für eine Frage? Okay, der Erste, der versucht hat zu lügen, nicht geklappt hat. Das ist nächste so Frage. Ein Quatsch. Das ist doch kein Mierda. Das Nein. ist so dumm gerade. Ich bin Richter. Ich aber bin Richter, du bist nur Anwalt. Mierda, du hast keinen Einspruch gelegt. Du musst das Einspruch legen. Gott, das ist so ein dummer Beweis! Du musst Einspruch legen. Ja, okay. Ich rede jetzt mit deinen Leuten. Du hast es selber vorgeschlagen. Aber ich dachte echt, du wärst schlau. Du müsstest eigentlich ein, zwei Fragen stellen, dann hat sich das Thema. Du fragst einfach, wann hat er eine Browser Hose an? Du kannst doch gar nicht, Mirra, das waren doch gar nicht alle da. Es sind welche früher schlafen gegangen, die haben Jerry gesehen am Anweisen. Okay, wir waren gestern da. Hände hoch. Die sind gefesselt. Die sind alle gefesselt. Sehr stark. Ach so, ey, warum sind die gefesselt? Die wurden doch schon abgezogen. Können die doch entfesseln oder nicht? Warte, komm, ich entfessel die. Was? Ihr seid frei. Kann mich bewegen. Okay, wer war gestern dabei? Hände hoch. Von Kali. Keiner. Inaktivität. Nur du, Alter. Scheiße. Wir sind gerade ein bisschen im Bruchkuster, musst du verstehen. Du hast ja gesehen, Hermanos, ihr habt für uns 10 Minuten gebraucht. Das war's. Obwohl wir mitgekommen sind bei Baro. Nein, wir hatten nur eine bessere Position. Nein, er auch, aber trotzdem. Das, ich sag euch ehrlich, Mirda, ich habe viele neue Leute. Keine Kanuns, keine Riveras. Wir müssen irgendwo auch uns wieder ein bisschen, also außer jetzt Robinski, aber da haben wir ja drüber, weißt du, was ich meine? Verstehst du?
Ja, Robinski war ein Geschenk von mir. Ja. Aber ein vorzeitiges Geschenk. Aber was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich finde, wir sollten nach Hause gehen und Kaffee trinken. Aber wen wollt ihr Einrichtung und für was, Kostrem? Ja, diesen Jerry, Benny und Jerry's. Es gibt hier keinen Jerry, Mierda. Hat er schon seinen Namen geändert? Nein, das kann doch nicht sein. Wenn überhaupt, wie wird er Jerry sein? Coin heißen. Ja, dann Jerry Coin, möchte ich Hinrichtung. Gibt's nicht. Gary. Das ist zwar IC eklig, aber das ist das Problem, man. Es ist schwierig. Also, um mal hier beweisen, was zu sagen, ja, müssen wir aufeinander kommen. Nicht genug gesagt. Ich bin dabei. Du redest ja auch, wir müssen aufeinander kommen, oder nicht? Dann lass uns aufeinander kommen, schabern, aber auf einen vernünftigen und nicht, dass ihr mir irgendwas einfach vorwirft, mir da und ihr kommt einfach hin. Keine Beweise. Guck mal, das ist Aussage gegen Aussage, ja? Dann mach doch mal einen Vorschlag. Korrekt, da bin ich dabei. Aussage gegen Aussage, das akzeptiere ich, 100%. Ne, dass wir diesen Pakt bearbeiten müssen. Lass Rede machen. Fällt dir jetzt auch auf? Also ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen? Wie, was denn? Dass wir den Pakt auf jeden Fall überarbeiten müssen. Wer, nochmal was mit Scheißen? Ja, auf dem Pakt hältst du eh keiner dran, wie wir sehen. Sag mal, wenn diese Stimme irgendwie immer anders? Ja, sorry. Stimmungsschwankungen. Das ist Tiger Ruhe. Willst du den Pakt überhaupt noch? Hallo? Komm, wir können ja jetzt offen reden, oder nicht? Ja, wir können jetzt auch reden, natürlich. das ist Tiger Ruhe. Adams an die Macht. Gut. Die Adams-Welle! Das ist das Scheiße. Okay, Also, müsst ihr sagen, Manus, wollt ihr den Pakt weitermachen oder nicht? Wenn beispielsweise einer hier, der Rechte da, sagt, scheiß auf den Pakt, der andere sagt, lass uns ihn modifizieren. Ich bin für alles offen, Nein, Manus. Du redest mit Kusch und mir. Gerade. Ja, aber dann sag doch deinen Leuten, die sind ruhig, ein Schaber. Du weißt doch, wie das läuft, Mann. Schau mal, meine Leute, die sagen alle gar nichts. Die können doch reden, ich verbiete nicht denen den Mund. Nein, keiner darf von meinen Leuten reden, es sei denn Leitwan. Sogar der redet nicht. Ja. Weil, weißt du, wieso, Leute? Weißt du, wieso, Schabern? Es gibt... Das war eine Beleidigung, ne? Das wollte ich gesagt haben. Okay. Es gibt ein Sprichwort. Wenn Leute viel reden, macht es deren Chance, viele Sünden zu begehen, viel einfacher. Wenn man wenig redet, ist die Chance geringer, schlechte Taten aufzuschreiben. Verstehst du, Schabern? Also deswegen redest du viel. Ich bin ein Mensch, der viel redet, ja. Leitkönig ist ein Mensch, der wenig redet. Es gibt gute und schlechte Eigenschaften. Bitte. Und jeder Mensch hat bitte, gute und schlechte bitte. Eigenschaften. Ah, ich wollte gerade aushauen. Kurz bitte, ich dachte, ich rede mit Sabern. Ich bin gerade wach geworden. Okay, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dazwischen geredet habe. Nein, Quatsch, Mirda. Du kannst das zu Ende bringen. Tut mir leid. Ich bin fertig. Ich wollte nur Mirda einmal darauf hinaus, dass jeder Mensch hat gute und schlechte Eigenschaften und es gibt wirklich sogar ganz, ganz beschissene Menschen, die haben auch gute Eigenschaften und andersrum genauso. Und Schabern, genau. Du bist auch einer von diesen Menschen. Genauso wie ein Litecoin, ich, ein Kostüm und alle anderen Menschen, die hier stehen, abgesehen von den Hasen da drüben. Hasen, verstanden? Wegen den Masken. Spaß. Ja. Okay. Der war gut. Gracias. Hallo! Kusch, wir müssen aufeinander kommen. Ja, gut, ich bin dabei. Nenner ist. Also, der Pakt muss auf jeden Fall überarbeitet werden. Jeden Kali. Wie machen wir das? Jeden Kali, den ich auf der Straße sehe. Also, willst du das überhaupt noch? Warte, Kusch, ganz kurz. Willst du das überhaupt noch? Wollt ihr das? Ich bin für den Pakt immer noch da, Barus! Ich bin bereit. Das hat sich so in Ruhe nicht angehört. Ja, nein, Mirda, ich bin so motiviert, Mirda. Ich finde diesen Pakt so wichtig. Bluffkein. Ja, sehr wichtig. Bluffkein war gut, Mirda. Das habe ich noch nicht gehört. Nein, Hanso, mach nicht so. Dein Freund hat das besser gesagt. Ich habe das gesagt. Nein, er hat Bluffkein gesagt. Du hast Bluffindercoin gesagt. Seins war besser. Du hast es gesagt, bitte. Du hast es erfunden. Alles gut. Also wie gesagt, Hermanus, ich bin dafür, dass wir den Pakt modifizieren, dass wir sicherer gehen können, dass wir uns nicht bescheißen können gegenseitig. Hast du einen Vorschlag, Schabern, wie wir das machen? Dass du uns nicht bescheißen kannst, ja. Wir haben gerade gesagt darauf, dass wir Aussage gegen Aussage, bueno? Also bleiben wir mal bitte fair, ja? Du kannst doch auch deine Aussage tätigen. Ja so, gut. Okay. Nein. Wie wollen wir das sicher gehen, Schabern? Was erwartest du so? Ja, ich erwarte... Ja, hast du eine Idee, Mirda? Nein, ich habe keine Idee. Wie willst du sowas machen? Hast du eine Idee? Ich frag dich ja. Was soll ich dir sagen, Mirda? Was soll ich dir sagen? Bitte? Wie sollen wir das denn machen?
Ja, das müssen wir Dribbler fragen. Nein, du musst ganz einfach, Mirda. Du musst ganz das einfach. Muss ich erzählen? Darauf achten, auf Hören und Sagen nicht unbedingt hören, diese Sachen nachgehen, zu der Familie hingehen, fragen. Dann musst du schauen in den Kriegen, ob da irgendwo dieser Name fällt und so weiter. Das muss man halt dann so machen. Ey, ja, oh nein, oh was, das ist so Robinski, viel alles. Guck mal, Robinski, aber Robinski hat doch Rodrigo schon gesagt, so, was willst du noch hören? So, weißt du? Robinski, komm mal her, Mano. Was ich sage. Das macht doch, wir haben doch einen Rodrigo, wir haben doch auch einen Rodrigo. Wir haben doch mehr da Rodrigo, wir haben doch Rodrigo und Robinski, komm mal beide her. So, Rodrigo. Nee, nicht der, du weißt ganz genau, Robinski hat gesagt, dass der jetzt wieder Rodrigo heißt. Dass unser Rodrigo Rodrigo wieder jetzt heißt. Ach, der hat, wo ist Robinski denn, Hermanos? Nicht hier. Ist der ausgeblutet? Wie unser Robinski heißt, unser Rodrigo heißt Rodrigo. Wir haben kein Rodrigo, wir haben Robinski. Ja, warum sagt er Robinski sowas? Luciano, danke schön. Hast du doch selber gesagt, Bruder. Nein, nein, er hat das nicht gesagt. Doch, hab ich. Bruder. Nein, Robinski hat eine männliche Stimme, Mann. Der Robinski hat doch Blatt auf der Linie, der kann das eh nicht wissen. Wie ach ja, stimmt mir da. Scheiße, das ist ja kacke jetzt. Boah, das war ein 13er Karl. Wie könnt ihr jemandem vertrauen, der ein Blatt hat, hat Mierda? Boah, Mierda, laber doch nur Kacke, wie soll der euch kennen? Ach so, wenn man Blatt hat, dann kennt man sich nicht mehr, oder wie? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ich sag mal so, Schaber, so. Das kann sein, dass, also, wenn Rodrigo das gesagt hat, was er nicht hat, er hat mir am Anwesen nochmal gesagt, dass du ihn versucht hast, in das Licht zu führen. Das heißt, du lügst. Aber, wenn wir davon ja, ausgehen, Hermano, lass nicht so machen. Ja, Rodrigo. Oder Rubinski, richtig. Aber lass so machen einfach. Verwirrt, ne? Ich höre den ganzen Tag Rodrigo, Rubinski, Rubinski, Jerry, natürlich Mierda. Ich bin 65 Jahre alt, was erwartest du? In zwei Tagen werde ich. Ja, ich sag nur, ein Jahr ich älter. Das war kein Vorwurf. Das war kein Vorwurf. Du ich weiß. Schaban, alles gut, Hermano. Wir haben bis jetzt immer gute Geschäfte gemacht. Ja, ich komme zum Beispiel immer Geld waschen bei dir. Das stimmt, das tust du wirklich. Abi. Ja, inshallah, du Wolf. No problem, Hermano. Alles gut. Also hast du irgendwie noch einen Ansatz oder war das der einzige Ansatz, dass man da hinterhergehen muss und nachforschen muss und sonst was? Du hast doch was im Kopf, du willst es nur nicht aussprechen, Schaber. Eigentlich habe ich immer was im Hinterkopf, aber jetzt gerade habe ich wirklich nichts. Es ist keine einfache Sache, ich bin ja 100% mit euch, ich verstehe das ja selber. Aber ich kann ja bei euch genauso wenig sicher sein. Ich meine, von euch hat die Hälfte Hasenmasken an. Verstehst du? Wo soll ich wissen, wer diese Leute sind? Das eine mit dem anderen ja? zu tun. Oh, ganz, ja, alles gut. Ich rede davon, dass man nie weiß, wer ist. Davon rede ich. Der andere redet hier, ja, nein, ich bin wirklich Tiger. Ich bin nicht ein anderer. Du kannst nicht wissen, wer ist, Romano. Wenn du eine Identität verstecken willst, dann tust du es. Das sage ich. Also, ich denke halt wirklich ganz nett nach, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann. Es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir wirklich hart auf hart gehen wollen. Aber ja, wenn wir das machen, ist ich weiß, die Kusch gerade schon gesagt hat, ne? Ja, aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch, du kannst ja nicht der Fälschen. Ich sag ja, es ist auf Vertrauensbasis. Guck mal. Was? Hat einer was zu tun? Er ist Nachrichten und er ist Abonnent und schreibt Saui. Er meint doch nicht mich. Nee. Nein, aber er ist Nachricht. Er schreibt normalerweise nicht, aber er ist trotzdem Abonnent. Was ist deine Nummer, Schabon? Shop. Kannst du gucken, wie lange? Echt seine erste Nachricht. Wie lange ist er schon Abonnent? Da steht doch First Message immer. Abonnent, er hat vielleicht ein Dings, ein Sub geschenkt bekommen. Ah, vielleicht. Kusch. Wir sind gerade auf einen guten Nenner gekommen, Kusch. Jetzt. Auf welchen? Auf den, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Ja, aber euch Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Sorry. Wer ist das mir da? Ja, Fernando. Also, mir wurden gerade ein paar Sachen erzählt. Okay. Wo bist du? Ich sehe Rubinski hat sich anscheinend verraten. Rubinski. Ich weiß, wo ist der Rubinski? Genau. Rubinski kann sich nicht verraten haben. Wir haben gerade rausgefunden, dass er ein Blatt hat von dir. Er weiß gar nichts. Ja. Ja, wo ist der Rubinski? Er ist ausgeblutet wahrscheinlich. Und das ist nicht hier oder was? Hermanos, schaut mal bitte. Gib mir mal ein Handy. Lass mich mal schauen, ob ich ein Handy herholen kann. 714, Rubinski. Und Rubinski hat sich nicht verraten. Er hat mir am Anwesen gesagt, dass Schaban ihn verwirrende Sachen gefragt hat, sodass er nicht mal mehr wusste, was ist. War mein besten Freund, den Lügner. Ach komm, Bitcoin. Also das, guck mal, ich kenne Rubinski schon lange. Dann rede du mit ihm. Sehr lange. Dann rede du mit ihm. Du kennst ihn nicht lange, Mann. Ich weiß, dass er ein bisschen, dass der, was? Also,
Er kann dir nichts bitten. Also, ja, ich hab den gebattelt, aber nicht der mich. Ja, woher soll er denn wissen? Ja, hör zu. Woher soll, ich hab mich versprochen. Er kennt dich Willst nicht. Willst du damit sagen, dass der mich gefickt hat oder was? Also im Endeffekt, ja, ihr habt den geblattoutet. Der weiß gar nichts mehr. Der kennt keinen Mario, er kennt niemanden von euch. Versteht ihr? Ja, natürlich nicht. Deswegen lass mich ihn mal anrufen. Nicht. 714, gib mir mein Handy. Ich hol ihn hier. Du kannst mit ihm reden. Ich muss nochmal an jeden riechen. Erzähl mir mal, was haben die Jungs alle gesagt? Also guck mal, die haben gesagt, dass Robinski sich verraten hat. Und wie ich Robinski kenne, ich kenne ihn schon sehr lange, weil der mir ja kein Blatt gegeben hat, sondern ich den. Korrekt. Was haben wir jetzt rausgefunden? Kenne ich ihn schon sehr lange. Genau. Das stimmt. Weiß ich, dass der ein bisschen, wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, der ist vom Regal runtergefallen. So, der ist nicht der Schlauste. Okay. Und deswegen kann ich mir schon denken, dass der sich verraten hat. Weil der denkt, alles ist gut. Boah. Er denkt manchmal, wenn man mit dem einmal korrekt ist, denkt er, der ist ein bester Freund. Das war immer Robinski sein Problem. Immer. Ihr habt mich überführt, Hermanus. Holt mir Jerry her! Hinrichtung! Kuschel mich bitte nicht mehr. Was war das gerade? Ich bin's, Gericoin. Wer? Was sich gerade eher angehört wie Mogi. Ich bin's, halb Mogi, halb Gericoin. Ich distanziere mich davon. Mir fallen sogar schon die Haare von meinem Rücken runter, nicht um meinen Kopf. So sehr kann ich nichts mehr. Also bitte. Bitte. Westlinger, Digga. Ich weiß, es ist wirklich schön für deine Familie. Du bist ein Mensch. Du hast viel in deinem Leben erlebt. Aber hier sind noch ein paar junge Leute, die noch viel erleben wollen. Tu denen das nicht an. Kostüm. Bring mir einfach diese Leute, lass mich die hinrichten. Du glaubst mir lass einfach nicht, Pakt aufgrund von was mir. Lass uns jetzt den Pakt umändern, denn es gibt nichts zu sagen. Kuschtrim, ich habe diesen Pakt nicht gebrochen. Hör mir zu, Hermano. Ich kann dir einen Vorschlag machen. Ich wollte morgen mit Jerry zu euch kommen, wie ich gesagt habe. Und da hättest du entscheiden können, ob ich ihn nehmen darf oder nicht. Jetzt weiß ich, ihr wollt nicht, dass ich ihn nehme. Bueno, no problema. Wir haben, wie gesagt, keinen Jerry. Und ich will auch keinen Jerry. Ich habe zu Jerry gesagt, solange ich diesen Pakt habe, wirst du nicht meine Familie betreten. Das habe ich gesagt. Dafür stehe ich mit meinem Namen, mein Wort. Genau so habe ich ihnen das gesagt. Das habe ich wirklich. Und... Baro. Was? Baro. Ja. Rede, wenn ich mit dir rede. Trau dich. Ich rede doch. Hallo. Ah, okay. Ja. Warum willst du dich Rodrigo wieder nennen? Wieso wieder? Oder... Also, wie war nochmal der Name? Mein Name ist Kuschtrim. Okay. Ich erkläre dir das einmal, ja? Wir standen am Auto und der Warum Rodrigo... Warum hast du eigentlich eben überlegt auszuzahlen? Ne? An wen? Was da stand auch am Auto. Ich bin doch gerade hier am Reden, ganz kurz, Leute. Ja, stand auch am Auto, ja? Also, wenn ich da stehe, ich, Baro, ja? Weiter, und unser Rodrigo... Aber Donatella, danke dir. Heißt es automatisch, dass ich Rodrigo bin, oder was? Also, ich verstehe diese Sache nicht, ja? Keine Ahnung. Ich wiederhole, warum willst du dich wieder Rodrigo nennen? Will ich nicht. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Immer noch. Frage dich ein letztes Mal, Rodrigo. Baro heiß ich. Warum willst du dich wieder Rodrigo nennen? Keine Ahnung, wer sowas sagt. Wieder ich Rodrigo. Beantworte mir die Frage. Guck mir in die Augen. Guck mir in die Augen. Und beantworte mir nochmal die Frage. Okay, ich beantworte dir die. Ich wollte mich nie Rodrigo nennen. Ich hieß nicht Rodrigo, ich heiße Baro. Wir haben einen Hermano hier, der heißt Rodrigo. Und Baro und Rodrigo verstehen sich so gut. Rodrigo. Gut, dass Baro sogar gerne auch wie Rodrigo. Ja, Rodrigo. Rodrigo gibt den immer dran. Also will er doch jetzt so heißen. Hier ist doch ein Rodrigo, hier. Da steht doch der mit dem weißen Hut. Hier. Lass mich morgen zu dir kommen, Kostin. Oder wir machen einfach gleich weiter, Mirda. Wir schießen uns gleich weiter in die Fresse, no problema. Ja. Was war denn jetzt hier? Warum genau. Du hast eben gesagt, wo Sergio dabei war, du überlegst. Ich will nicht was. Ja, wegen der 2,5 Millionen, die Azrael dann gefordert hat. Ja, da ich gebe euch niemals im Leben 2,5 Millionen für was? Ja, aber du hast überlegt, hast du gesagt. Ich habe überlegt, es Sergio Mendes zu geben, ja. Warum uns nicht? Ja, und warum Sergio? Ja, ich habe dann vergessen, diese Million, die er haben wollte, war auch wegen dem Pakt und nicht wegen dem anderen. Das andere ist, ich entschuldige mich bei ihm vor der gesamten TAF-Runde. Das war meine Auszahlung. Er braucht... Das war seine Forderung. Ja, er braucht Akzeptanz. Versteht ihr? Das wirst du ihm sowieso nicht geben.
Ich werde mich nicht entschuldigen vor ihm. Es ist mir. Vor der Tafelrunde? Ja, du hast irgendwas. Du tust einfach so mir, als ob ich noch nie in meinem Leben Schritte zurückgegangen bin. Rücken, da wo ich Schritte zurückgegangen bin, Romano, da warst du noch ein Busch, keine Palme. Oh, und keine, nein, das war, der war scheiße. Walla, der war scheiße. Ja, Walla. Ja, das war damit Ford besser. Ja, aber wenn man Walla sagt, dann ist es auch wahr. Das war, das ist wirklich ein Schlag. Wie gesagt, bis du das mir nicht beweist, werde ich leider Litecoin und Coin in den Kopf schießen müssen. Okay, bis du mir nicht beweist, dass ich es gemacht habe, werde ich dir in den Kopf schießen müssen. Ich hab's. Deine Leute haben mir es uns schon überwiesen. Das heißt, deine Leute müssen es dir. Wo haben die was bewiesen, Kostrim? Ich bitte dich. Wo, wie, sei was? Sei doch mal ehrlich zu dir selber. Deine Hose ist jetzt nass. Bitte, bitte. Ich geb dir den Ruf. Ja gut, dann ich würde sagen... Bis gleich, Herr Ramos. Wir lachen noch und wir sehen uns auf der Straße. Das Radar. Achtet darauf, dass euer Licht bye, nicht bye, ausgeht. Hermanus. Jungs, die Erdenswelle zieht ab. Macht euch Medien, ne? Hier, Bitcoin. Ey, aber nicht. Stepper und Chapo, ihr müsst irgendwie einmal aufstehen, weil ihr sitzt bei mir in der Couch drin. Ja. Kurz nochmal. Wie? Ja. Hermano, ja, Chapo, liegst aufstehen. In der Couch. Also, der Wurm hier, Stepan, behauptet, dass sie lügen. Er sagt, er hat nie gesagt, dass ich die Waffenroute haben möchte. Das macht aber gar keinen Sinn, weil wieso sollen sie dann in den Krieg für ihn ziehen? Ich muss dir was sagen, Mendes. Sie? Ich habe Scheiße gebaut. Ja? Es kann sein, dass ich versuchen wollte, aus dir herauszulocken, wie das wirklich war. Und, naja, Mierda, was soll ich dir sagen? Ich habe einfach dazu gedichtet, dass er das gesagt hat, damit du das glaubst. Und du warst echt ziemlich sauer, deswegen kam mir das am Ende wirklich so vor, als ob du es wirklich getan hast. Eigentlich hat er mir nur gesagt, dass du 7,5 Millionen für einen Helikopter, für einen Jet willst. Und ich habe daraufhin gesagt, Jet oder Waffenroute? Und er sagte daraufhin, zu mir hat er gesagt, Jet. Dann sagte ich, okay, ich rufe ihn mal an. Litecoin, setz dich hin. Ah, dann hast du gelogen. Was heißt gelogen? Ich habe vielleicht ein bisschen da was an Schrauben gedreht. Aber Stepan, bevor ich mit Bitcoin geredet habe, hast du mich doch angerufen und hast gesagt, du wolltest deinen Krieg, jetzt hast du ihn mit Kali. Entschuldigt mich kurz. Warum hast du das gesagt? Ja, weißt du wieso? Weil er mich jeder nicht... in der Stadt weiß, dass du Krieg willst. Gegen ich will keinen Krieg. Und er hat zu mir gesagt, ich habe zu ihm gesagt, Stepan, misch dich nicht da ein, sag nicht, was wir geredet haben, damit nicht rauskommt, dass ich es am Ende getan habe. Wie kann ich das wieder gut machen, Mendes? Nur warte mal, bevor wir überhaupt geredet haben, hat er so angerufen. Er hat von alleine angerufen. Nein, ich habe ihn erst einmal. Warum, Stepan? Weil deine Jungs schon, wo Kanun bei uns eingeritten ist, die Nacht vorher gesagt haben, bitte, Kali, misch dich ein. Er sagt, er schreibt mir auf Dings, ey, wie macht das? Damit das 2 gegen 2 wird. Das haben alle deine Jungs gesagt und das hat man in der Stadt gehört. Hat 100 Bits gesagt, der Arme, das kostet 25 Euro, mach lieber nicht. Sprachrohr gesagt, die ganze Stadt hat es gehört? Die ganze Stadt außer du. Stepan, willst du mich verarschen? Nein, aber du mich. Was? Ganz ruhig, Hermanos. Hey. Was ist hier schon wieder los? Wieso braut sich da wieder dicke Luft an? Ich will hier keinen Krieg verursachen. Ich glaube, Stepan will keinen Krieg verursachen. Er will keinen Krieg verursachen, ja, das stimmt. Was willst du, Mendes, damit die Sache hier durch ist? Mit euch lege ich mich nicht nochmal an. Ich habe gesehen, wie ihr drauf seid. Sie, gut. Bin ich gut. Jawohl. Stepan, was ist ja, jetzt? Ja, Opa. Hey, Arschloch! Du redest du nicht mit meinem Patron, hast du gehört? Oder so. Hör mal zu, du weißt selber, du bist wahrlich die Vertragsstelle. Leider, Arschloch, hier, Anfeucher. Oh mein Gott. Wieder hin, Junge. Ist er dem Schlag ausgewichen mit dem Sitzen? Also, wen nennst du hier, Opa? Er hat sein Leben zerstört. Dich, Mendes. Willst du mir hier vor Bitcoin einen auf cool tun? Nein, du hast nicht! Knall ihn nicht ab! Seit Tagen. Nein, wir knallen nicht ab, wir sind ja nicht wahr, die Team. Richtig. Wir handeln nicht aus Emotionen, ne? Ach so, er hat Emote gemacht. Das heißt, der Schlag hätte ihn so nicht getroffen? Willst du hier vor Bitcoin auf cool tun? Wo ich dich heute angerufen habe? Wie habe ich dich angerufen? Was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, dass du ein netter Opa bist. Also was hat ein Bitcoin damit zu tun, dass ich auf cool mich... So, hä? Gut. Nenn mich noch einmal Opa und ich reiße die Zunge raus. Du nennst mich doch auch immer Opa.
Sieh, aber du kannst mir nicht die Zunge rausreißen. Ja, da war ja was. Scheiße. Also sei ruhig, Opa. Okay. Was ist also los, der Bann? Bitcoin, bist du nicht ein Opa? Du hast auch einen Enkel bei euch in Kali. Mann, das, ja, ich find's einfach lustig, dass du bei mir einreiten wolltest wegen einem Flugzeug. Nein, du bin ich nicht. Du wolltest nicht einreiten wegen einem Flugzeug. Nein. Ich wollte zu dir, weil Mr. Bitcoin mir gesagt hat, dass ich die Waffenroute fordere und das aus deinem Mund kam. Hey, hör zu. Er hat das gerade richtig gestellt, aber irgendwie willst du dieses Anwesen nicht im Frieden verlassen? Nein, du bist viel zu stark für mich. Ich bin der Schwächste in der Stadt. Lass mich in Ruhe. Schuss mir, schau ihm an, wie scheiße der ist. Es tut mir leid, Opa. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich als Opa bezeichne. Aber am Ende des Tages bist du halt schon ein bisschen alt. Er hat wieder Opa gesagt, ich werde ihn abknallen. Die Muskeln sind nicht mehr so, ne? Du weißt. Weißt du, wie alt er ist? Das ist mir egal. Es tut mir leid. Ich habe Angst vor dir. Ich habe wirklich Angst. Lass mich in Ruhe. Sonst würde ich ja nicht gestern auszahlen und dir 500.000 schenken. Nimm den mit. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Nimm den mit. Bring den wieder zum Kreuzer. Nein, tu es nicht, Mendes. Was muss ich dir zahlen? Gar nichts. Nimm die mit. Capo, nimm ihn mit, los. Natürlich. Komm Capo, tu es nicht, Mierda. Capo, du weißt doch, die ganze Adventure Zeit, Time, Freund. Seitdem wir uns kennen, Capo. Komm schon, Mierda. Wir kennen uns seit 10 Minuten, Homie. Enno, Capo, das könnt ihr nicht tun! Doch, Enno. Enno, komm. Halt ihn auf, Enno. Ja. Du warst doch immer die bessere Hälfte, Enno! Nein, Manus, nein, ihr wollt nein. Das doch beide nicht. Er ist ein Patron, Mierda, das könnt ihr nicht mit ihm tun. Hey. Nein. Bitcoin, du verstehst dich ein bisschen zu gut mit meinen Leuten. Der ist frisch. Die sind aber echt cool. Ich hab schon ein bisschen. Verstehst du? Aber ist ja noch der Pakt und so. Ah ja, Pakt. Ja. Was ist da eigentlich mit dem Pakt? Sag doch einfach die Wahrheit. Ich scheiße auf Kanun. Ich hab die Wahrheit gesagt, das ist ja das Lustige. Die sagen, Jerry ist bei mir drin. Er ist nicht bei mir drin. Ich wollte mal, mit wir Jerry. Haben alle, ja. Wir haben alle Fäden in der Hand. Ich hab gesagt, ich rede mit Steinke. Ich hab mit Steinke bis jetzt noch nicht geredet. Red mit ihm. Sag mir einfach, dass du sie. Sag mir die Wahrheit, ich sag zu den Kanons, dass die nicht drinnen sind, dann hat sich die Sache doch erledigt. Okay. Gibst du mir dein Wort? Sieh, ich geb dir mein Ehrenwort. Das wird aber jetzt emotional. Hi. Sergio, soll er diesmal schwimmen? Brauchst du ein Taschentuch? Diesmal schwimmen oder umdrehen? Nein, nein, nimm dir mal sein Handy weg und lass ihn dort oben stehen. Wo da drin? Beim Schiff. So. Okay. Also ist das so gewesen, hey, Liz. Der war gestern da. Ja? Er hat zu mir gesagt, Entschuldigung. Er hat zu mir gesagt, ich möchte gerne bei Kali rein. Ich sagte zu ihm, okay. Aber nur wenn ich morgen mit Kali und Trevera rede. Er sagte, okay. Kann ich aber schon mal die braunen Hosen tragen? Ich sagte, nein. Und dann sagte er, bitte. Nur einmal dieses Gefühl der flauschigen Baumwolle. Der braunen Farbe an meiner Hose. Und ich sagte, scheiß sie doch einfach in die Hose. Und er hat's getan. Und dann hatte er. Moment. Dann hatte er die braune Hose gehabt. Und das war doch so weit! Ich konnte nichts dafür! Ja. Aber er ist nicht in Kali drin, Mendes. Ja, gut, wenn das die Wahrheit ist, muy bien. Dann müssen wir eben auf Steinke warten. Richtig. OG von wieder, komm in die Route und ich schieß euch nieder. Ey, du dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Stadt macht, denkt, sie hat ne Chance. Doch wir setzen sie in Trance.